Beim Adventure des Jahres waren drei Kandidaten im Boot. Zum einen das VR-Abenteuer The Invisible Hours, zum anderen Thimbleweed Park und What Remains of Edith Finch. Am Ende der Diskussion hat es dann das kleine, aber feine Storytelling-Experiment What Remains of Edith Finch geschafft, weil es auf recht eindrucksvolle Art bewiesen hat, dass das Spiel als Erzählmedium noch viel Potenzial nach oben hat. Hier hat man halt nicht nur eine gute Geschichte erzählt, sondern die Regie hat dafür gesorgt, dass sich Erzählelemente direkt innerhalb einer Interaktion in neue Möglichkeiten entwickeln. Das Besondere an dem Adventure war, dass Entdeckungen und Erlebnisse in der Gegenwart in interaktive Spielmechaniken der Vergangenheit mündeten. Das heißt, ich wurde direkt aus einer Situation, die ich gerade erlebte, das konnte zum Beispiel eine monotone Arbeit sein, hineinkatapultiert über meine Erinnerung in ein kleines Spiel. Das konnte dann ein Comic sein, der lebendig wird, oder zum Beispiel so eine kleine Abenteuerreise. Und das ist im Adventure-Bereich, vor allem hinsichtlich des Storytellings, eine sehr kreative Art gewesen, Geschichten zu erzählen.